das ist jetzt der Herr Meierhofer, der Chef vom Hotelrestaurant. Das Meierhofer und das sind meine Kollegen. Der Herr Hauptkommissar Hofer und der Hauptkommissar Bach. Grüß Gott. Das ist alles so schrecklich. Was wird denn jetzt aus dem Finale? Das wird heute leider ausfallen müssen. Das auch noch. Herr Meierhofer, jetzt mal eins nach dem anderen. Dieser Wettbewerb. Chef de Cuisine des Voralpenlandes. Ganz genau. Um was geht's da eigentlich? Wir haben diesen Wettbewerb vor 2 Jahren eingeführt, um die Gastronomie der Region zu stärken. Was gibt es da zu gewinnen? Prestige. Das ist das Wichtigste. Jeder Teilnehmer hat ein eigenes Restaurant. Im Falle eines Sieges wäre es auf Monate hinaus ausgebucht. Und wer darf alles an diesem Wettbewerb teilnehmen? Jeder Koch der Region kann sich bewerben. Eine unabhängige Vorjury wählt dann die Teilnehmer aus. Der Tote, der Herr Neuhuber, lag der gut im Rennen? Gestern kam er unter die letzten 3. Und heute Morgen haben Sie den Tod aufgefunden. Kurz vor 9 Uhr. Hat denn vom Personal vorher niemand bemerkt? Dieses Haus verfügt über mehrere Küchen. Diese hier ist ausschließlich für die Teilnehmer des Wettbewerbes reserviert. Schön. Ist Ihnen im Vorfeld irgendetwas Merkwürdiges aufgefallen? Nein, nichts. Folgendes. Draußen in einem von den Gastzimmern, da wartet der Peter Salbert. Der Peter Salbert ist einer von den 2 Finalisten, die wohl noch leben. Und interessant ist jetzt, dass er bei den beiden anderen gelernt hat, gell? Ja, Herr Meierhofer, das wär's dann fürs Erste. Danke. Da ist er. Moment, das muss ein Irrtum sein. Da steht Silbergasse 12. Das ist doch eine Adresse. Ja, schon. Dann ist das auch kein Irrtum. Zirgo. Gehört ja zu der Band, die heute Abend spielen sollte. Ja, hat den Ding keiner abgesagt. Das auch noch, meine Herren. Also, wenn ich es Ihnen doch sage, der Flügel wurde bereits abgeholt. Uns hat man auch gewissen, dass wir da einen Flügel abholen und vorher ging er mir nicht weg. Das darf doch nicht wahr sein, als ob ich nicht schon genügend Probleme hätte. Anweisung ist Anweisung. Dann rufen Sie jetzt Ihren Auftraggeber an und klären Sie das Ganze. Ja, genau.